In diesem Video erkläre ich Ihnen den Einsatz der Wenn-Funktion an einem einfachen Beispiel. Aufgabenstellung ist es, den Gesamtumsatz der jeweiligen Monate Januar bis Februar mit dem zu erreichenden Monatsziel abzugleichen. Das Monatsziel ist in der Zelle A10 untergebracht, kann jederzeit verändert werden und davon abhängig soll entsprechend in der Zelle B10 bis D10 der Text Ziel erreicht erscheinen bzw. Ziel verfehlt erscheinen, sofern der Gesamtumsatz das Monatsziel nicht erreicht. Sie wählen die Zelle B10 und beginnen mit der Formeleingabe, Gleichheitszeichen, Funktionsname wenn, öffnen eine Klammer und Sie sehen direkt hier unten einen Hilfeassistent, der Ihnen die Argumente der Wenn-Funktion noch einmal erläutert. Der erste Teil der Wenn-Funktion ist der Teil, der die Prüfung darstellt. In unserem Beispiel wird geprüft, ob der jeweilige Umsatz größer gleich dem Monatsziel ist. Das Monatsziel steht immer in der Zelle A10, das heißt mit F4 wird dieser Zellbezug zu einem absoluten Bezug gemacht. Das erlaubt das Kopieren dieser erstellten Wenn-Funktion für die Monate Februar und März. Nochmal zurück zur Prüfung. Ich prüfe also hier, ob der Wert in B7 größer gleich dem Wert in A10 steht. Das nächste Argument ist das, was eben berechnet oder ausgegeben werden soll für den Fall, dass die Prüfung wahr ist. Für den Fall, dass eben unsere Prüfung, das Monatsziel, erreicht ist, soll der Text in Gänsefüßchen ausgegeben werden, Ziel erreicht. Ansonsten, das wäre das letzte Argument, soll der Text ausgegeben werden, Ziel verfehlt. Schließende Klammer, abschließen mit Return. Sie sehen, in dem Gesamtumsatz für den Monat Januar ist das Monatsziel erreicht worden, der Text entsprechend der Wenn-Funktion Ziel erreicht. Ich kopiere die Formel nach rechts und abhängig von den Werten wird jedes Mal die Wenn-Funktion nochmal ausgeführt bzw. geprüft. Und wenn die Bedingung nicht wahr ist, dann wird das berechnet oder zurückgegeben, was im Sonstteil der Wenn-Funktion steht. Das wäre eine einfache Erläuterung zur Wenn-Funktion. Sie können die Wenn-Funktion, die bereits existiert, hier in dieser Zelle mit einem Doppelklick sich nochmal in den Vordergrund nehmen, können kontrollieren, ob die Werte korrekt sind oder wer möchte, kann natürlich die Wenn-Funktion hier oben über das Symbol Fx in den Funktionsassistenten laden und hat vielleicht einen besseren Überblick über die einzelnen Argumente, die für diese Funktion notwendig sind. Um nun das Ergebnis der Wenn-Funktion visuell hervorzuheben, bediene ich mich der bedingten Formatierung. Ich markiere eine Zelle oder auch mehrere, die ich mit dieser bedingten Formatierung belegen möchte. Auf dem Register Start in der Gruppe Formatvorlagen gibt es den Befehl bedingte Formatierung. Hier wähle ich eine Regel zum Hervorheben von Zellen und prüfe den Textinhalt in dieser Zelle, in unserem Beispiel. Die Regel für die Bedingung bedeutet oder lautet, wenn der Text Ziel verfehlt in dieser Zelle steht, dann soll eine bestimmte Formatierung angewandt werden. Voreingestellt ist hier eine Zellenformatvorlage, hellrote Füllung. Am Listfile klicken kann eine andere Zellformatvorlage gewählt werden oder ein eigenes benutzerdefiniertes Format vergeben werden. Sie landen dann in dem Dialogbild Zellen formatieren. Ich nutze das jetzt mal, wähle Schrift und wähle einfach nur die Schriftfarbe Rot. Das ist meine benutzerdefinierte Formatierung und Sie sehen direkt im Hintergrund wird diese benutzerdefinierte Formatierung schon auf Ihre markierten Zellen angewandt. Mit OK bestätige ich und damit habe ich ganz individuell wiederum abhängig von den Werten der Umsätze eine
zusätzliche visuelle Hervorhebung der Inhalte. Wenn sich die Werte ändern, ich ändere mal hier den Wert im Februar auf 10.000, ändert sich im ersten Schritt das Ergebnis der Wenn-Funktion und darauf aufbauend die bedingte Formatierung, die ja wiederum den Inhalt dieser Zelle abfragt. Und nur dann mit der entsprechenden Formatierung versieht, wenn die Bedingung wahr ist. In unserem Fall war die Bedingung der Text Ziel verfehlt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video-Tutorial die Wenn-Funktion etwas näher erläutern und freue mich über einen Kommentar auf meiner Webseite oder bei Facebook. Vielen Dank und viel Erfolg damit!